Schnuffelchen, please, ja. Ich glaube, das wollte uns nicht. Aber wir haben alle Aufgaben schon mal abgeschlossen. Du hast nur noch das eine Schnuffelchen, oder den einen Schnuffelchen-Durchgang. Und dann sind wir hier auch fertig. Ging doch eigentlich ganz gut mit dem Vervollständigen. Jo. Soll ich auf dich draufspringen? Naja, ich nehme lieber den Mund. Okay. Wobei, wo war der erste Schnuffel? Weiß ich nicht mehr. In dem Ding drin. Nee, dann doch erst aufspringen. Okay. Naja, man kann ja neben dem Stream bestimmt auch ganz gut zocken. Ich meine, klar, wenn man das Spiel sehen möchte, weil ja schon ziemlich viel zu entdecken ist und die Secrets, dann guckt man natürlich wahrscheinlich ein bisschen aufmerksamer zu. Aber ansonsten kann man mit Sicherheit auch sehr entspannt nebenbei zocken. Da ist die Klasse drin. Du starrst jede unserer Bewegungen an. Ist das so spannend? So, einmal abspringen. Ich wurde gefressen. Mhm. Aber jetzt hat man ihn gehört, aber wahrscheinlich nur, weil du so hoch gesprungen bist. Mhm. Yay. So, weiter weiß man weiterhin im Mund. Du guckst nochmal die Aufzeichnung auf YouTube. Ja gut, dann kriegt man ja sowieso alles nochmal mit. Ich finde das schön, wenn Leute die YouTube-Aufzeichnung auch noch gucken. Das ist nett. Rafa, danke schön für 3 Monate Treue. Das ist auch nett. Mhm. Ja, weil ich sag mal, klar ist jetzt natürlich nicht so viel Arbeit wie ein Let's Play-Part, weil letztendlich, naja, du nimmst es ja nicht nochmal extra auf, du bearbeitest prinzipiell einfach nur nochmal mit der Endcard und so. Aber es steckt ja schon so ein bisschen was drin, ne? Die Endcard-Musik dann quasi immer einfügen und Thumbnails machen und beschriften und so. Ich finde das aber auch irgendwie einfach wichtig. Ich meine, jeder kann machen, was er möchte. Ja? Ah. Aber ich finde es einfach schöner, wenn es halt... Ah, sag doch was! Kamera? Gut, dass du mit runterscrollst, Kamera. Das ist wieder ein typischer Fall von, Jan, wenn du mit mir kommunizieren würdest, dann wären wir schon ein bisschen besser hier durchgekommen. Ich dachte, das war offensichtlich, was ich wollte. Ich habe gerade mit dem Chat geredet. Ja, wie gesagt, kann natürlich jeder machen, wie er möchte. Finde ich auch überhaupt nicht schlimm. Aber ich für meinen Teil finde es einfach schöner, wenn das Video halt nicht abrupt endet. Deswegen die Endcard. Und wenn man auch ein schönes Thumbnail hat, das macht eigentlich auch immer ganz Spaß. Auch bei Yoshi, da kann man manchmal echt lustige Sachen aufs Thumbnail packen. Oder halt so einen schönen Paartitel. Es macht es einfach so ein bisschen attraktiver. Geschafft. Deswegen finde ich es halt auch schön, wenn Leute die Aufzeichnung halt wirklich gucken. Ob sie die jetzt kommentieren oder nicht. Aber ja. Ihr wollt doch nur 2x Verdienste. Ja, YouTube Money in 2019. Lol. Um nach der Uni runterzukommen. Nebenbei, während ich Assassin's Creed platiniere. Joa. So. Eichenbaumwegwald, wie auch immer das Ding heißt, fertig. Eichbaumwald. Ja, und ich habe immer was zum Kommentieren. Dein Kommentar ist heute im Spam gelandet, Melli. Ich habe ihn da rausgefischt. Ich habe ihn gerettet. So, nächste Welt. Das Ninja-Land. Heißt, ich kann mal wieder richtig mitspielen. Ja. Und neue Level. Hi, Puh. Oh, ich hoffe, das ist echt so ein bisschen Dojo, Herbstbaum, Ninja. Also ich sehe da die Strohhalm-Bambusse. Ja, und Bambus. Also ich erwarte mir schon viel von so einer Ninja-Welt. Und Ninja-Schallgeist. Die Ninja-Geist. Ja. 3 Level sogar. Sieht so ein bisschen Dojo-mäßig aus. Wie heißt denn die Welt? Ninja-Land. Das Ninja-Land. Das Haus der trügerischen Türen. Das klingt auch so ein bisschen nach Rätsel. Oh, das sieht doch voll cool aus. Das sind Wurfsterne gewesen. Und 6 Blumen. Okay. Ah, das muss ich erstmal wieder bewundern. Lauf also nicht zu weit weg. Also ein bisschen bei Nacht scheinbar. Ah, die ganzen Strohhalme, kannst du richtig sehen mit diesen Stellen da drin, die quasi Bambus darstellen. Und die Lampe hier ist voll schön. Ninja-mäßig voranschleichen. Okay. Die Wurfsterne! Kann ich die? Ich glaube nicht. Ach, wie schön das aussieht. Bin ich mit dabei. Und tschüss, Jan. Hi. Ich glaube, du musst auch noch hinten. Das ist
ist voll witzig. Also auch dieses Haus sieht voll schön aus. Halt echt schon so ein bisschen Ninja-mäßig. Na gut, die Fruchtschnur kann man auch fressen. Fressen. Und auch wenn man mal so ein bisschen guckt hier im Wasser, wie viel verschiedene Pappe da einfach rumliegt. Sowas finde ich halt immer sehr schön. Nee, kann man nicht. Ach so, da komme ich rüber. Wo bin ich? Ach ja. Hier. Es sind sogar so Wurfsterne aufgemalt. Ich bin fast doof. Moment. So. Tschüss, Jan. Hab ich ein bisschen Energie gleich. Kann man hier auch noch aufs Dach? Ja, mein. Ich möchte den aufs Dach steigen. Warum? Irgendwie dachte ich, es wäre schlauer, oben auszuweichen. Fun Fact, war es nicht. Nein, ist doch dumm. Ey. Ist auch nichts weiter. Nach den Eskapaden aus dem letzten Leveln wäre ich sehr vorsichtig mit solchen Aussagen. Wieso? Ich habe noch nichts gemacht, was dumm war. Nope. Diese Sachen da oben holen? Wollte eigentlich den... Kann ich den Busch nicht abschießen? Was, wie sehe ich da die ganze Zeit? Schön. Ah! Ich wollte doch nur den Busch abschießen. Dann stehst du immer genau so, dass irgendwas im Weg steht, wenn du versuchst, sie abzuschießen. Ja, ich merke das schon. Was ist mit... Nee, die kann ich auch nicht abschießen. Okay. Lampen? Nee, Lampen auch nicht. Was hat der denn da? Irgendwas hat er im Mund. Eine Schriftrolle oder so? Aber auch hier, die Malereien. Kann ich da durchschießen? Nee. Mhm. Auch wenn der Scheiger im Knast wäre. Hm. Aha. Moment. Na! Nein! Das funktioniert so irgendwie nicht. Lass mich mitkommen. Immer noch ein Scheiger. Zack, nice. Alles. Müssen wir nicht eh hier einmal lang? Ich guck nur gerade, ob hier hinten noch was ist. Kommst du mit drauf? Jo. Ist vielleicht schlauer, sich mal zusammenzudrehen. Maybe. Eventuell. Weiter. Da oben! Der Ninja Guy! Moment, da ist was. Aha. Moment. So. Ja, hier dreht sich's gleich. Gucken wir noch hier links, ob noch was ist. Nein. Okay. Dann einmal umdrehen. Bereit? Ja. Die dritte, glaube ich. Dann die vierte. Ah, von hinten. Ich verstehe. Hast du mal alles abgeschossen? Ja. Das ist schon gut. Da musst du natürlich genau andersrum denken. Nach dem Motto, ja, die dritte. Von der anderen Seite. Da unten, hier unten ist noch was. Ja, ich wusste nicht, wie man da reinkommt. Runterspringen. Oh, Shy Guys. Da, Münzen. Nice. Hier ist auch nochmal was. Ah. Nice. Gut. Die vierte. Nice. Ich hätte mich gewundert, wenn das jetzt nicht die vierte gewesen wäre. Ansonsten... Help! Meine Güte. Saved by Glocke. Okay. Ding dong. Da durchschießen. Das ist echt schön. Ich finde es halt auch super kreativ, aus was die ganzen Sachen einfach gemacht sind. Was haben die in der Hand? Ein Katana? Haben die sich irgendwie so. So die Blumen holen? Halb im Mund eher. Ah, jetzt bin ich hier. Ich weiß nicht. Ich glaube, es soll wirklich so ein kleines Messerchen sein, was die da haben. Hier warst du schon? Ja, da war ich oben hier bei dem Ding. Okay. Dann kommen wir noch zurück. So. Das ist 5 Münzen. The fuck? Irgendwie haben wir, glaube ich, ein paar verpasst. Kann das sein? Ich habe das Geschenk gefunden. Aber wenn wir schon mal alles andere haben... Aua. Gut abgefangen.
nichts weiter. Also, wo hat der Scheiger noch irgendwas? Der ist so, als wenn er einen Hack haben wollte. So. Okay. Der hat nichts. Ich glaube, er wollte keinen Hack haben. Wie? Hallo? Und tschüss. Knock, knock. Ich habe nur keine Eier mehr, um mich umzudrehen. Ist hier noch was? Nee, sonst nicht. Bitte lassen Sie mich rein. Bitte schön. Ich habe mich ausgesperrt. Oh. Ich will eigentlich nur ein paar Eier haben. Komm in die Münze rein! Aber Eier. Dann hol dir welche. Hab ich doch jetzt. Dann ist gut. Alles gut. Knock, knock. Geht das auf? Ich muss abschießen. Oh. Sorry. Er ist getötet. Hallo? Ah. Die wollen dich töten. Da was hinter? Sicherheit. Oh. Blümchen. Ja, aber die zumindest schon mal. Wo die roten Münzen abgeblieben sind, weiß keiner, aber okay. Moment. Mach mal einen Arschbaum auf dem Ding. Ich versuch's gerade. Oder auch nicht. Okay. Ist noch nichts weiter. Okay. Okay. Mal eben nochmal 4 rote Münzen. Die kann man sogar auch abschießen. Gut zu wissen. Nee, aber das ist echt ein schönes Level bislang. Geh du mal da durch. Okay. Moment, geh mal da runter von dem Ding. Oder so. Ich wollte eigentlich nur gucken, ob da oben noch was ist. Jetzt kannst du nämlich nach unten. Mal gucken, ob da was ist. Ah! Okay, kann ich hier irgendwas machen? Kannst du nach unten links irgendwie unter mir? Also von quasi so und dann da rein? Ich glaube schon. Aha! Money, money, money! Oh, auch 2 rote. Okay. Die kann man nicht abschießen. Willst du zurück zu mir? Dann können wir hier durch. Komm ich hier nicht wieder zu? Ich glaube nicht, los ist nur one way. Okay, Moment. Bin da. Okay, wieder zurückschießen. Zack. Und, Moment. Genau, ich glaube, zu zweit runterfallen war wahrscheinlich ein bisschen schlauer. Wahrscheinlich. So kann man nicht. Upsala. Was ist das hier? Sieht interessant aus. Die Fly Guys. Die sind echt fly. Ja, die Schilder sind auch super. Vor allem das Shy Guy Ding. General Shy Guy. Also, naja, wir haben leider 3 verpasst. Na gut. Aber zumindest alles andere haben wir. Ja, die Blumen, die Herzen auch, ne? Ja. Joa. Und über 100 Münzen. Ja, also wenn man die nicht hat. Oh, es schneit schon wieder. Und es regnet gleichzeitig. Doch, das war echt schön. Wir haben sogar beide die 20 bis zum Ende gehabt. Ja. Nice. Das war Münzen. Sehr schön zusammengeschustert irgendwie das Level. Aus allen möglichen Bastelsachen. Ich meine, echt Bock wieder zu basteln. Ich nicht. Oh. Hinter dem Shoji. Shoji? Guck mal da! Das Karussell! Sind Shoji diese Schiebetüren? Könnte sein. Hallo, Gracie. Aber Schiebetüren sind auch immer witzig. Das kann man auch gut durchschießen. Und schöne Silhouetten quasi hintermachen. Wie das auf der Rückseite wohl aussieht dann. Ein wahrscheinlich total zusammengeklebt. I'm a Ninja. Kann ich nicht durch. Das ist ein Scrolling-Level? Ich weiß nicht, habe ich es damit jetzt gestartet? Ich weiß nicht, mach mal die Dinger kaputt. Oh, Moment, Moment, Moment. Wartet. Mhm. Okay, das war eine Münze. Ich kümmere mich hier unten um alles. So, echt ein Scrolling-Level. Aber es sieht echt schön aus. Von daher gesehen. Ja, ah, da kann man hoch. Kann ich da gar nicht so böse sein. Man kann auch gar nicht unten bleiben. Wow! Ich hatte leider keine Eier, sonst hätte ich was gemacht. No! Spring hoch und geh schnell hin. Never mind. Ich glaube, ich bin tot. Kommst, glaube ich, gleich wieder.
Ja, auch keine Eier ist so mein Problem. Please, a shy guy. Ah. Ah. Ich gehe schon. Oder? Die Luna links die oberen schon holen. Ah, da haben wir eine verpasst. Ich dachte, das spielen wir das jetzt noch durch. Oder starten wir gleich nochmal neu, weil wir eh die Hälfte verpasst haben. Aber ich glaube, das ist so ein Level. Ich glaube, wir holen einfach so viel, wie wir gerade schaffen. Und den Rest dann einfach dann später. Ich glaube, da muss man sich auch erstmal drauf einstellen. Ja. Moment. Achso. Weil das war irgendwie komplett unerwartet plötzlich mit dem Scrolling und dann flog so viel durchs Bild durch. Hm. Nein! Wie kommt man an die Münze da unten? Ich zeig's dir. So. Okay, die haben wir schon mal. So. Hier hoch? Nee, hier. Da hinten sehe ich schon zwei. So. Ich bleib mal hier unten, denke ich. Ja. Okay. Okay. Also wie gesagt, das ist glaube ich so echt so ein Level, da muss man sich erstmal drauf einstellen, was passiert, um dann drauf reagieren zu können. Also das ist glaube ich... So, eine rote rein. Keins, was man wirklich auf Anhieb auf 100% macht, außer man hat Glück oder viel Skill. Aber es ist schon witzig gemacht mit den Schiebetüren. Und der Titel passt halt gut mit hinter dem Shoji. Hm. Das ist schon wieder so ein Ninja-Wurf-Ding. Moment, lass mich mal ein paar einsammeln. Das kam zu spät. Sag ja, Moment. Das war geht. Ich hab kein Ei. Ich auch nicht. Ach Jan. Wieso treffe ich das jetzt nicht mehr? Jetzt habe ich es, glaube ich, getroffen. Ja. Spring auf. So. Das ist echt gar nicht so... Jan, don't do that. Hallo? Warum geht das nicht runter? Ach, das war gar kein zum Runterfallen. Hättest du mich einfach ausspucken können erstmal? Dann wäre ich da nämlich auch runtergegangen. Ich dachte, das wäre so eins wie die ganzen anderen davor, wo du einfach drauf stehen bleibst. Du hättest mich trotzdem währenddessen ausspucken können. Ich habe mich dran gedacht. Und ich denke mir schon so. Rhythmi. So, hallo, wieso werde ich nicht ausgespuckt? Weiß nicht, habe ich dran gedacht, dich auszuspucken. Oh, alle roten Münzen. Gut, die eine Blume, die haben wir halt gerade verpasst. Nee, das Level ist wirklich gar nicht so einfach. Vor allen Dingen, wenn Jan mich nicht ausspuckt. Und ich nichts machen kann. Vor allen Dingen, wenn du halt nicht siehst, was passiert. 4 und 5. Wenn du den ganzen Boden einfach kaputt machst. Zack. Boden. Jetzt noch so ein Wölkchen, aber ich glaube, das wird uns leider nicht mehr gewährt. Nee. Ja. Spring auf mich drauf. Oder mach's einfach kaputt. Einfach kaputt gefressen. Einfach kaputt gesnackt. Gebaitet. Ja, leider keine Herzchen und keine Blume. Aber das war echt gar nicht so einfach. Aber ein cooles Level. Vor allen Dingen, wenn du halt alles quasi siehst, geht's ja noch halbwegs. Aber hinter den Vorhängen kannst du noch nicht mal irgendwie sehen, was rote Münzen sind und so. Ja. Also die rote Münze haben wir alle. Ja. Und wir wissen, wo die letzte Blume ist. Lustigerweise, obwohl wir voll viele eigentlich haben liegen lassen. Mhm. Alter, Schnee. Fuck. Gut, dass wir heute nicht mehr raus müssen. Und dann kommt dieser Part irgendwann im Mai auf YouTube oder so und die Leute denken sich so, hä? Schnee? Herr von Samurais Schloss. Okay. Ich sehe jede Menge Stacheln. Das ist das dritte und letzte Level hier, ne? Ja. Ich glaube, wir werden da in jedem noch einiges nachzuholen haben. Wir haben selektiv die richtigen eingesammelt, ja. Irgendwie schon. Aber da stand nichts von Match oder so dran. Die Liebesbäume. Ah ne, es ging einfach nur so weit zurück. Die Sakuras. Ja, aber die haben so Herzchen. Okay. Ah. Okay. Aufzüge. Kann ich da hochfahren? Da sind sogar Schwerter hinten dran. Nee, geht's nicht wieder hoch. Wir bleiben einfach da unten. Kann man da hochschießen? Moment, springen. Nein, da ist nichts. Okay. No. Aber das geht wieder hoch. Ja.
Verdienste! Verdienste! So, was steht da? Goal? Hä? Da in der Ecke noch irgendwas? Ja. Okay. Achso, das war Absicht. Das ist schon gerade so. Hä? Um ein Herz. Ah, okay. Das ist schon mal so ein gefährliches Level, um da wirklich mit voller Energie durchgehen zu können. Top. Hat nicht funktioniert. Wo müssen wir lang, ist die? Okay. Frage. Herzchen geklaut! Okay. So, und jetzt? Hier? Hier lang? Hier. Okay. Für den Fahrstuhl genommen. Nein! Was tust du? Warum hast du es nochmal gedrückt? Ich hab's nicht nochmal gedrückt. So. Secret. Ah, da wolltest du hin. Kannst du ihn abschießen? Hell? Okay. Kaputt. Oh no! Er ist voll sad! Oh. Hör mal wieder auf! Schnell, komm her! Ah, I see. Kann man vielleicht auf einen fahren? Oh. Wie müssen wir da hoch? Ich hab ne Idee. So. Friss mich. Dieses Timing. Danke. Hast du ein Problem damit? Nein. So, dann hier rüber. Mhm. Moment, hoch. Mhm. Catch it! Denk, wenn du das jetzt getroffen hättest, ne? Ja. Was ist eigentlich mit dem Ding hinter uns? Kann man das abschießen? Prinzipiell ja. So. Ah, die Blümchen! Hier im Vordergrund. Die Emerys machen heute irgendwie Randale beim Stream. Ich weiß auch nicht wieso. Da könnte ich hoch. Ja. Noch hier hoch. Nach links geht das nicht. Das können wir nach unten zu mir schieben. Dann könnte man das nach links schieben. Und das nach oben. Okay. Und damit kommt man hier durch. Yay. Das war schlau. Ah, 15 rote Münzen schon. Geh zurück! Okay. Einfach durchlaufen erstmal. Würde ich vorschlagen. Oh nice. Du warst schon voll! Das mag sein. Moment, ich hab eine Idee. Bitte? Was tust du da? Siehst du gleich. Ich habe Angst, dass du mich da gleich irgendwie reinspuckst. Hatte ich nicht vor. Ich brauch gerade. So. Tada! Ah! Ich mir schon, dass da oben vielleicht was ist. Guck mal, da ist wieder so ein Ding. Ja. Wer weiß, ob wir die vielleicht noch abschießen müssen. So. Kannst du auch mal R nehmen. Das ist schon wieder asynchron. Aber ich habe keine vorwerfenden Frames oder so. Da dürfte nichts asynchron sein. Mhm. Also letztendlich bei der YouTube-Aufnahme ist es immer synchron. Oh, geht mal an den Schalter? Dementsprechend müsst ihr mir schon sagen, wenn irgendwas nicht stimmt. Weil für mich ist natürlich alles synchron. Aber Gracie stellt es irgendwie gerade so dar, als wäre da irgendwie 10 Sekunden Delay zwischen dem, was wir tun und dem Ingame-Sound. Das macht mir irgendwie ein bisschen Angst. Wait. Warum bist du jetzt auf der anderen Seite? Weil ich stehen geblieben bin. Wie löst man das denn sonst, wenn man alleine ist? Schieß mir den Schal... Hey, lass mich mal kurz mal gucken. Den jetzt wieder umdrehen.
du jetzt hier? Achso, dann gehst du nochmal nach hinten. Mhm. Geh mal nach hinten. Schließ den Schalter vorne ab. Und ist dann auf der anderen Seite. I see. Aber ihr könnt euch irgendwie auch nicht einigen, ob das jetzt richtig schlimm ist. Ob das nicht so schlimm ist. Ob es gar nicht ist. Soll ich jetzt nochmal schießen? Ja. Jeder sagt irgendwie was anderes. Das ist super verwirrend irgendwie. Dementsprechend weiß ich auch nicht, was ich dagegen machen soll. Wenn manche sagen, boah, es ist ja richtig hart verschoben, dann ist es wieder nicht verschoben. Also, prinzipiell hinterher in der Aufnahme ist immer alles synchron. Also liegt es irgendwie an Twitch. Oder an der Art und Weise, wie wir es abgreifen. Aber eigentlich... Keine Ahnung. Ja. Autsch. Also ich kann gerne, wenn ihr möchtet, da nochmal gucken, ob ich was dagegen machen kann. Aber da müsst ihr mir halt auch deutlich sagen, dass es halt irgendwie nicht passt. Sonst weiß ich es ja nicht. Wie gesagt, ich höre über den Monitor. Für mich ist das sowieso alles synchron. Ich kann es euch aber gerne einmal kurz quasi umstellen und wieder richtig einstellen. Das hat beim letzten Mal ja auch geholfen. Da. Dann wird es jetzt aber einmal ganz kurz wahrscheinlich ein bisschen lauter. So, jetzt habe ich es einmal quasi umgestellt. Leck, 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 spring, spring. Springen und weiter geht's. Keine Ahnung. Wobei, Moment, warten wir noch eine Runde. Vor allen Dingen... Nicht unten lang. Oh. Vor allen Dingen habe ich so das Gefühl, wenn es jetzt wirklich irgendwie in unserer Aufnahme oder so liegen würde, dann müsste es ja immer halt die ganze Zeit asynchron sein. Aber scheinbar, wenn ich es einmal umgestellt habe, dann ist es nicht mehr asynchron. Das ist so... Hä? Mhm. Oh no. Knutschi. Die wurde dem ausgewichen. Ich nehme nicht mehr mit in den Mund. Okay. Ich glaube, es geht hier einfacher an der Stelle, weil... Nur wie gesagt, das... Oh no! Das Lustige ist, wenn ich mir die Aufnahme angucke, da ist alles gut. Komplett. Es ist manchmal super schwer dann festzustellen, wenn man auch so ein bisschen paranoid wird, von wegen, ist das jetzt synchron, ist es nicht synchron? Irgendwann weiß man es irgendwie selber nicht mehr. Weil manche Geräusche haben ja nun mal einfach auch so ein Momentchen-Delay vielleicht. Aber wie gesagt, wenn euch das auffällt, dann einfach Bescheid sagen im Chat, dann kann ich das ja nochmal einmal so umstellen, wie ich es gerade gemacht habe und dann geht's ja auch wieder für euch. Das ist ja nicht so das Problem. So. Aha. Netherbound. Warte, ich will einmal kurz hier gucken. Hm? Nein. Aber sind beide gerade wieder voll. Ich will auch eins. Willst du die Eier holen? Boah, ducken! Mehr Eier. Nice. Da unten ist Abgrund. Wahrscheinlich. Bist du das nicht gekennzeichnet? Wobei in Woody World gab es ja auch die nice. Eine Stelle, wo man quasi in den Abgrund springen musste. In einem der letzten Level. Hm. Oh, Moment. Schwimm mal auf mich drauf. Mhm. Auf dem Ort. Merken die einen? Nee, die merken einen nicht. Okay, schieß das Ding ab. No, verdammt, ich bin abgerutscht. Hol die alle. Ich hab die hier alle. Oh Gott, der hat mich mit seinem Messer hochgezogen, der Sack. Oh no. Alter. Schnell, komm rüber. Ich weiß nicht wie. Du kannst auf die Messer drauf. Ach so. Safe. Okay. Living on the edge. Aber echt. Das war Absicht. Da so. Ist ein Schalter. Da sind zwei Schalter. Dann einmal. Friss den Schalter mal auf, bevor wir uns gleich hier drehen und er sonst wo ist. Ah. Jetzt das Ding abschießen. Mhm. Na. Okay. Bringt mir das was? Soll ich den nochmal abschießen? Irgendwann schießt die nochmal ab, ja. Blau oder rot? Den roten. Ah! Jetzt ist oben offen. Ich
komme dann wahrscheinlich gleich hinterher. Lass uns aber nochmal nach links gehen. Wir haben alles. Oh! Wir haben alles. Muss nur noch ins Ziel kommen. Jeder Stream mit so epischen Momenten. Miniboss? Miniboss. Okay. Würde ich noch behaupten. Ah, ihr gebt nicht auf, was? Meine fiesen Fallen werden euer Verderben sein. Der Becher neigt wieder. Der hat ein Schleifchen. Der Shogun. Nein. Was tust du da? Das Ding aus Versehen drücken. Oh Gott, ich will hier weg. Ich auch. Erstmal gucken, wie das funktioniert. Spring mal auf mich drauf. Ich versuch's. Kannst du dich von dir aus abschießen? Mein Ei ist halt einfach nur an ihm abgeprallt, ist die Sache. So. Ah. Sprung wir drauf. Chapter 2? Oder was? Also ein anderer Raum. Komm mal her. Helfe ich dir mehr, wenn ich auf dir drauf spiele? Ich glaube schon. Okay. So ein bisschen Rätsel. Die Musik ist echt gut. Ach, ich kann eh nicht schießen. Da. Okay. Okay. Ist echt so ein Puzzle-Boss. Das runter? Ja, ich sehe schon, wo ich hin muss. Das ist schon witzig. So. Wie er plötzlich geblascht hat! Ich glaube, ich habe ihn erschrocken. So, Das ist cool, das Konzept. Ja. Dann. Das wollte ich nicht. Das ist aber okay. Einen Moment. Komm ich da durch? Ich bleib da mal hier. Ja. Der fährt nur hoch und runter. Ah, ich sehe. Wo muss ich hin? Nicht da oben hin. Mhm. Ich hab's jetzt gesehen. So. Hier hin. Und dann hier die Tür öffnen. Ah. Und wieder hoch. Was willst du jetzt von mir? Hier im Saven. Ja. Und dann nach rechts. Das wäre auch sowas, was für mich alleine die Hölle wäre. Nee, Moment. Hier die Tür öffnen. Ich save mich dann mal wieder hier. Weil ich alleine würde, glaube ich, einfach nur alles wieder ausprobieren, bis es irgendwann funktioniert. So. Dann so. Nein, verdammt, das war falsch. Ich hätte den. Ja, no! Den zur Seite. Und jetzt kann ich zu ihm hin. Ah. Erstmal wieder blaschen lassen. Ja, und geschafft. Es kann schon böse sein, ja. Da muss man schon so ein bisschen aufpassen. Das war cool. Aber ich finde es gut, dass sie nicht überall Minibosse einbauen. Ja, das war jetzt erst der. Das Gute Zweite? Ist, Dritte? Dadurch, dass wir alles hier geholt haben, müssen wir den Miniboss nicht nochmal machen. Das Wobei wir hätten ihn wahrscheinlich durch die Souvenirsuche abkürzen können. Ja, aber trotzdem. Aber direkt alles geschafft. Yay. Wenigstens in dem Level.